Guten Morgen, wir haben es mittlerweile 10 nach 8 und ich bin schon seit 7 Uhr wach und habe die Nacht nicht so gut geschlafen, weil ich einfach verdammt aufgeregt bin, denn heute hole ich mein neues Auto ab. Es wird mein erstes Elektroauto und ich freue mich einfach extrem. Es hat jetzt deutlich länger gedauert, als ich dachte und auch länger als geplant war, aber jetzt ist es endlich soweit. Felix müsste auch gleich da sein. Wir fahren dann gemeinsam nach Berlin und holen das Auto ab und in diesem Video werdet ihr natürlich mitgenommen zur Abholung und ich zeige euch das Auto natürlich auch nochmal im Detail und ich freue mich, aber ja, ich würde sagen, alles Weitere sehen wir dann gleich in Berlin. So, ich würde sagen, wir sind angekommen und du ziehst dich erstmal den Strom. Ja, ich weiß nicht ganz, ob der hier kostenlos ist, aber man kann es ja mal probieren. Also, er liest die Karte nicht mehr. Jonas, ich habe da was entdeckt im Schaufenster. Was? Komm, geh mal hin. Ich glaube, die haben was. Hier? Doch, ich glaube, ja. Hier für mich? Ah. Oh mein Gott. Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was? Das ist schon ein sehr, sehr schönes Auto. Vor allem der Moment, wenn man das Auto sieht und dann auf einmal sieht, ja, es ist meins, weil meine Kennzeichen sind dran. Alter. Oh mein Gott! Ah, oh, cool! Oh, like! Sick! Oh, geil, dass du Like genommen hast. Das sieht gut aus an dem Auto. I like. Aber vom Ding her will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr draußen bleiben, sondern rein. Rein. Wie sieht's aus? Komm. Such mal den Lass Eingang mal. Und schauen, ob deine Ausgabe des Fahrzeugs möglich ist. Ich gebe denen einfach mal meinen Ausweis und guck, was passiert. Ob das Ganze durchgeht, ob die so sagen, ah. Guck deren Ausweis, ja, die wollen bezahlen mit Ausweis. Mit meinem guten Namen stehe ich. Genau so machen wir es. Eine Stunde später. Und guck mal. Nice. Sehr schön. Geil. Ich freue mich. Was? Ich freue mich. Sieht super schön aus. Oh mein Gott. Oh, wie geil. Happy? Geil. Mega. Sogar ey. Oh mein Gott. Wollen wir erstmal irgendwo hinfahren? Komm. Ich will mit diesem Auto jetzt ein paar Meter erstmal fahren. Komm, lass einsteigen. Wir fahren da jetzt erstmal eine Runde. Wir fahren da jetzt erstmal eine Runde alle zusammen, oder? Du, auf jeden Fall. Okay, let's go. Oh, du hast echt die beste Config gemacht hier. Ich bin so happy. Oh mein Gott, das Holz? Sehr schön. Und die goldenen Gurte hier? Ach, krass, da ist Holz drin. Ist das geil. Das ist die App läuft im Hintergrund weiter. Wer diese Stimme kennt, weiß, was los ist. 430 Kilometer Reichweite haben wir drin. Wie viel Prozent? 96. Schön vollgeladen bekommst du das Auto also. Ja, ich bin gespannt, wie viel davon jetzt noch übrig bleibt, wenn man den mal dappt. Du, mach das gerne. Ich wäre ready. Ich liebe dieses Auto. Oh, Jonas, gute Entscheidung. Verliebt. Verliebt. Baby. Verliebt. So, wir sind mittlerweile ein bisschen was gefahren. Der Wagen hat schon 116 Kilometer und ich habe ihn mit 16 Kilometern bekommen. Das heißt, genau 100 Kilometer. Der Akku ist noch halb voll. Das heißt, wir hatten ein bisschen Spaß auf der Autobahn und auch Landstraße. Und jetzt wollen wir mal ein paar Aufnahmen machen. Drüben im Tesla,
Da sind Felix und Nils und die werden jetzt gleich ein paar nice Shots machen, während wir hier durch Berlin und Umgebung fahren. Wir haben auch schon mal eine Fastnet-Ladestation rausgesucht. Da kann ich dann wieder aufladen, weil ich denke mal, wenn wir jetzt hier weiter rumfahren, wird es irgendwann ein bisschen knapp. Das heißt, wir navigieren da jetzt einfach mal hin. Wir kommen mit 33% laut Bordcomputer an. Und ich bin mal gespannt, wie viel das in Realität sein wird. Okay, der Wagen, der lädt. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier sehen kann. Ah, lade 148 kW. 137 kW und das bei 34% Akku. Ey, das ist ziemlich gut. Ich habe, weißt du, ich finde es erstaunlich. Ich habe online in ganz vielen Videos und Artikeln immer gelesen, dass der nicht ganz so schnell lädt wie ein Model 3. Und dass er ziemlich schnell droppt und auch irgendwie kaum über 130 kW kommt. Also, ich lade mit über 130 kW. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, was das mit dem Kennzeichen soll, ich habe lange geguckt nach einem coolen Kennzeichen und im Endeffekt steht jetzt hier Like. Passt natürlich auch mit Technik-Like und ja, jetzt eben auch Elektroautos, die ich mag. Und die 408, die stehen für die PS, die das Auto hat, denn der Wagen hat 408 PS und ich sag euch, beim Fahren merkt man das. Es macht Spaß und man kommt voran, oder? Man kriegt Angst. Man kriegt Angst. Du bist fast aufs Maul gefallen. Ja, weil das Auto so schön ist. Das hast du aber schön gesagt. Wir sind jetzt tatsächlich eine ganz schöne Weile gefahren. So, wir haben zwischendurch einmal aufgeladen sogar. Wie viele Kilometer hast du jetzt schon drauf? Warte mal, das kommt. Wie viele Kilometer sind drauf? Lass uns das einfach mal live hier gucken. 202 Kilometer. Also relativ sportlich, oder? Von der Abholung direkt 200 drauf? Ganz ehrlich, das waren geile 202 Kilometer. Aber vielleicht sollte ich mal darüber reden, warum ich dieses Auto überhaupt genommen habe. Warum du es genommen hast, was du genommen hast, die Konfiguration. Ich meine, bei Pulsar gibt es ja nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten, aber trotzdem. Ja. Ein paar gibt's ja, und die genau. Müssen weise gewählt werden. Ja, also hier steht es im Grunde genommen schon drauf, auch wenn es unter dem Dreck jetzt nicht ganz so gut zu sehen ist. Aber es ist ein Polestar 2. Ja, wir sind ja auch schon mal den Polestar 2 gefahren beim Presseevent. Und ich glaube, wir waren alle drei, also Jonah, Jonas und ich waren alle drei direkt verliebt eigentlich. Auf jeden Fall. Für Tesla schlägt mein Herz so, aber Jonas hat das Auto nicht mehr vergessen können, nee. Glaube ich. Du, ich meine, mit meinem Volvo war ich ja schon mega zufrieden einfach, weil der auch so super komfortabel ist. Und dann war eben dieses besagte Presseevent, wo wir dann auch ein Polestar 2 mit Performance-Paket haben. Und ich sag mal so, das war geil. Und dementsprechend habe ich den Polestar 2 jetzt auch mit dem Performance-Paket genommen. Das beinhaltet ein deutlich, deutlich besseres Fahrwerk als in dem Standard-Paket. Außerdem die goldenen Akzente, wie jetzt hier die Ventilkappen. Was du gesagt hast. und noch viel geiler ist eben die fette Bremsanlage, die so krass bremst. Sportlich fahren geht. Ich sag mal so, die ersten 100 Kilometer wurden nicht in Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ja, macht Freude, definitiv. Du, und dann dazu halt auch noch, was man nicht vergessen darf beim Performance-Paket. Das finde ich ein sehr nices Detail, sind hier diese goldenen Gurte. Ich meine, allgemein farbige Gurte so, man kennt es irgendwie von, sei das jetzt ein AMG oder ein M-Performance und so, die gibt es ja auch mit farbigen Gurten, aber goldene Gurte, die hat niemand. Also das ist echt... Aber gut, Jonas, wenn die Gurte jetzt schon so eine besondere Farbe haben, warum hast du den dann jetzt in schwarz genommen? Kannst du mir das mal erklären? Gute Frage. Zum einen, weil es die billigste Farbe war, die war nicht aufpreispflichtig, aber... Genau. Der Sparfuchs. Der Sparfuchs, der drüber nachgedacht hat und dachte, naja, wenn man die Farbe nachher ohnehin nicht sieht, ist ja auch egal, welche Farbe drunter ist. Ja, der Wagen soll noch foliert werden. Gut, pink vielleicht nicht, aber irgendwas bisschen auffälligeres würde dem Wagen schon stehen. Normalerweise ja. Nicht gibt, ne? Vielleicht so ein Blau und hier, da gibt's viele so. Ja, das muss ich dann mal live sehen alles, irgendwie eine Farbe dran halten so. Ich fand es auch ziemlich schwierig jetzt so, ich habe im Vorhinein natürlich überlegt,
welche Farbe gut passen würde, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man wirklich das Fahrzeug hier stehen hat, sieht, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Türgriffe beispielsweise geformt sind und alles. Ich bin mega happy. Also ich kann auch nur noch mal sagen, von meiner Seite aus, Brudi, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Werd mich sehr freuen, wenn es wieder geht, da ein bisschen ein paar gemeinsame Roadtrips und so an den Start zu machen. Ey, damit ist die Click jetzt komplett elektrisch. Ja? So. Geil, sollte so sein. Meine Güte. Okay, aber jetzt zum Abschluss noch mal ein paar Worte. Ich meine, ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin echt happy mit dem Auto. Wir haben mittlerweile auch den nächsten Tag. Ich bin noch ein bisschen rumgefahren. Und aktuell sagt der Akku 61% und 240 Kilometer Restreichweite. Ja, allgemein wollte ich mich bei euch natürlich auch nochmal bedanken, weil ich meine, ihr verfolgt den Kanal, ihr macht das Ganze mit zu dem, was es mittlerweile geworden ist, dass ich davon leben kann und eben auch dieses nice Auto mir finanzieren kann. Und natürlich freue ich mich auch, dass mir das sozusagen ermöglicht, jetzt Videos dazu zu machen, einfach weil ich das Thema super spannend finde. Und ich habe auch schon auf Instagram und hier unter den YouTube-Kommentaren gemerkt, dass auf jeden Fall Interesse am Thema Elektroauto besteht. Jetzt habe ich eins hier und kann dementsprechend hier nicen Content zu machen und ich freue mich. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch genauso freut. Schreibt mir auch unbedingt mal eure Meinung zum Pulsar 2 in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann ebenfalls rein in die Kommentare, damit dass ich die vielleicht in einem Video umsetzen kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also bis dahin, ciao!